Die Zeit des Wartens ist vorbei. Schaut euch an, schaut euch direkt in die Augen. Nehmt euch wahr, macht euch frei. Beginnt zu handeln und lasst euch mal den Verstand rauben. Macht euch auf zu neuen Ufern. Fangt einfach an, fragt nicht lange nach. Meckern war gestern und machen ist heute. Die Pflege braucht dich, in 30 Jahren brauchst du sie, denn es wird herrlich, wir schreiben Pflegephilosophie. Die Pflege braucht dich, in 30 Jahren brauchst du sie, denn es wird herrlich, wir schreiben Pflegephilosophie. Sophie, Pflegephilosophie. Pflegephilosophie, Sophie, 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 Pflegephilosophie. Pflegephilosophie, Pflegephilosophie, Sophie, Pflegephilosophie, Pflegephilosophie. Damit an. Es beginnt im Kleinen, mit jedem Einzelnen von uns. Wir tragen alles zusammen und schaffen gemeinsam Großes. Erzählt ruhig weiter, Oma, Vater, Hinz und Kunst. Die Philosophie ist wie das Meer, wir teilen sie wie Moses. Macht euch auf zu neuen Ufern. Und fangt einfach an, fragt nicht lange nach. Meckern war gestern. Und machen es heute. Sag allen Bescheid, jetzt gibt's was. Die Pflege braucht dich. In 30 Jahren brauchst du sie, denn es wird herrlich. Wir schreiben Pflegephilosophie. Die Pflege braucht dich. In 30 Jahren brauchst du sie, denn es wird herrlich. Wir schreiben Pflegephilosophie. Sophie, Pflegephilosophie. Pflegephilosophie, Sophie, Sophie, Pflegephilosophie. Pflegephilosophie, Sophie, yeah. Pflegephilosophie, oh, oh yeah. Pflegephilosophie. Also ich fand es super gut gerade, es war aufmunternd und hat Spaß gemacht. Geben sich alle viel Mühe. Ja. Was soll man sagen? Ja, es war auf jeden Fall schön, Input zu bekommen und mal so ein bisschen in einer Runde zu diskutieren und dass jeder halt sein, so seine Problemchen und Sachen, die ihm aufgefallen sind, mal weitertragen kann. Und es ist halt schön zu wissen, dass man, sag ich mal, mit den Gedanken, die man hat, auch nicht alleine ist. Ja. Und vor allem, wenn auch Leute da sind, die einem zuhören, wie zum Beispiel die Frau von der EGM, deren Namen ich gerade leider nicht weiß. So, genau. Es ist schön zu sehen, dass dort auch jemand da ist, zuhört und mal deren Seite vorträgt. Und dadurch kriegt man auch das Gefühl, was verändern zu können. Ja, und wir hatten ja auch viele Übereinstimmungen so untereinander und da sieht man da eigentlich, dass es uns allen doch recht wichtig ist und das eigentlich immer in den Hintergrund gerät. Ja. Vielen Dank. An sich, super Sache. Sehr, sehr, sehr schön. Was sollen wir tun? Macht euch auf zu neuen Ufern. Fangt einfach an, fragt nicht lange nach. Meckern war gestern und machen ist heute. Oh yeah! Macht euch auf zu neuen Ufern. Fangt einfach an, fragt nicht lange nach. Meckern war gestern und machen ist heute. Macht euch auf zu neuen Ufern. Fangt einfach an, fragt nicht lange nach. Meckern war gestern und machen ist heute. Fangt einfach an, fragt nicht lange nach.
es läuft schon ab. Ja, wir hatten zum Start des Tages in der Aula unseren Workshop Ich baue mir meine Praxis an. Rege Beteiligung war leider nicht zu sehen. Es waren nur drei Leute da, aber das Arbeiten mit den dreien, die da waren, hat richtig Spaß gemacht. Danke da nochmal an Christina, Joanna und Moritz. Die haben sich auf ein großes Blatt Papier gelegt, also die Joanna hat sich auf ein großes Blatt Papier gelegt, haben die Umrisse gemalt und haben da sozusagen den Grundstein für unsere Schwester Bärbel, die bald Praxisanleiterin werden möchte, gelegt und sollten dann sie ihren Kasak mit Stärken, Fähigkeiten und auch Schwächen bemalen, füllen, und der Rahmen sollte dann mit positiven Einflüssen, zum Beispiel vom Betrieb oder einfach von außen und von anderen Menschen, sollte der Rahmen geschaffen werden als positive Einflüsse auf die Praxisanleitung. Was sollst du jetzt noch erzählen? Es war eine intensive es war schon eine tolle Zusammenarbeit. Weil wir klein waren, war es, kann man sagen, schon fast privat. Ja, war privat. Genau. Und als wir mit dem Größeren auch fertig waren, kamen wir mal an und haben geguckt so, naja, oder habt ihr diesen und jenen Gedanken? Ich so, komm, wenn ihr schreibt mit auf. Und dann waren noch mal so zwei, drei Privatgespräche, die sich auch einfach mal entwickelt haben, wo man dann im Grunde irgendwann auf den Praxisanleiter hinzureden konnte. Und dann so, ja stimmt, ich habe ja die Erfahrung auch gemacht. Weil das Interessante daran ist, dass erstmal dieser Grundgedanke Praxisanleiter in der Chirurgie und Allgemeinpflege, dass es total anders ist. Aber das war es gar nicht im Endeffekt. Es waren die fehlenden Rahmenbedingungen, die sind auch wirklich fachübergreifend. Ich finde es super. Ich finde, das sollte man eigentlich Berlin-Welt machen. Nee, super. Wirklich. Also ich würde es auch cool finden, wenn sich die Schulen mehr so verbinden würden. Ja. Wie auch Paul gesagt hat, dass die Charité zum Beispiel da auch nichts macht. Und es wäre halt ganz cool, wenn man dann einfach so verknüpfend, nicht nur Berlin, halt auch bundesweit. Ja. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wir haben den Pflegepolitik-Workshop gemacht, den ersten Teil mit der Präsentation, den zweiten mit dem, mit der Diskussion, mit der Debatte. Und es war, also ich fand es richtig gut, ich muss gestehen, ich war letztes Mal, hatte ich keinen eigenen Workshop, glaube ich auch nicht. Und dadurch habe ich jetzt so einen richtig positiven Overflow, weil es halt einfach, man hat ja doch eine positive Stimmung, gerade wenn man auch so positive Rückmeldungen bekommt. Ich glaube, es waren so 10, 12 Leute waren da, und es war halt cool, weil man einfach mal mit Leuten, die halt sonst nicht politisch engagiert sind, mal debattieren kann. Es ist echt, also hat Spaß gemacht. Trinkanlage ist da und machen ist heute. Aha. Macht euch auf zu neuen Ufern. Fangt einfach an, fragt nicht lange. Ich muss ein bisschen widersprechen, weil ich finde nicht, dass das ein konzeptionelles Problem ist, sondern das ist ein menschliches Problem. Und ich lege noch eins drauf, ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung gemacht, da war das auch so furchtbar. Und ich brauche doch bitte kein Konzept, wenn ein Schüler auf Station kommt. Dann freue ich mich, da kommt ein Schüler, ich hätte den sonst vielleicht nicht. Und das total Kuriose ist, die Leute, die den Schüler empfangen und denken, oh Gott, jetzt kommt da ein Schüler und wie belastend, das sind die, die bei mir vor der Tür stehen und sagen, was machen Sie eigentlich gegen den Fachkräftemangel? Ja, und da könnte ich wirklich ausrasten, weil wir sitzen hier und überlegen uns, was kann man tun, und das ist manchmal so eine kleine Gesten. Ja, irgendwie, hallo, schön, dass du da bist, wir haben heute total viel zu tun und wir erklären dir das später. Ist total blöd, unser Konzept, wenn es dann eins gibt, ist nicht schlecht, Entschuldigung, ja. Man setzt es später um, und das tut mir wirklich, das meine ich jetzt echt total ernst, ganz, ganz doll leid für jeden, der hier sich entscheidet, in die Krankenpflege zu kommen. Das finde ich super, weil das ist einfach ein schöner Beruf, aber eben auch ein schwieriger Beruf. Macht euch auf neuen Ufern.